Guten Nachmittag. Heute übernimmst du den FLX30 nach Bremen zwischen Aachen und Köln. Abfahrt ist um 15:30 Uhr. In Köln solltest du ungefähr um 16:05 Uhr sein. Beachte, dass deine Türsteherung gestört ist. Sie reagiert verkehrt herum, also musst du den Türwahlschalter nach links drehen, um die rechten Türen aufzumachen. Außerdem wird dein Zug in Düren auf das Bahnsteiggleis geleitet, also musst du vor dem Bahnhof abbremsen. Wenn du willst, kannst du auch hier einen Zusatzhalt einlegen, V-Max ist 200 km/h. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Fahrt hier im Transformer 2. Ihr seht es schon, wir fahren heute den Flixtrain mit der Baureihe 182 ES64U2-005. Gucken uns den Zug gleich ein wenig näher an, werden aber hier jetzt erstmal gucken, dass wir abfahrbereit sind. Schalten uns noch die Sicherungssysteme an. Das passt. Okay. Wieder Speicherbremse bitte lösen, warum auch immer du vor dir herzitterst. Das passt alles. PZB auf Betrieb. Gehen wir kurz in den Maschinenraum und schalten uns auch noch die LZB an. So, das müsste jetzt, glaube ich, klappen. So, die Türen müssen wir noch aufmachen. Also müssen wir die linken Türen öffnen, um rechts die Türen aufzubekommen. Jawohl. Das ist hier szenariobedingt so. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber das ist nun mal so. So, Zuglichter machen wir an. Das passt. Nee, brauchen wir nicht. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Das hier würde ich gerne anmachen. Einmal bitte den hier. So, was stand da, wann Abfahrt ist? 15:30 Uhr. Oh, wir haben schon Verspätung. Dann würde ich sagen, schließen wir wieder die Türen. Jawohl, Türen sind geschlossen. Oh, jetzt hackst du hier vor die Herne. So, den Bildschirm machen wir auch noch an, auch wenn wir ihn nicht wirklich brauchen. Schalten wir uns noch die AFB an. Jawohl, AFB auf 40. Bremsen lösen. Und auf geht's mit unserem Flixtrain hier in Aachen Hauptbahnhof nach Köln. Was ist das? Aha. Ja, so, zu dem Szenario. Das Szenario ist aus dem Railsim Forum von Tom Fresco. Man hätte es sich fast schon denken können. Der Link zu den Szenarien ist natürlich in der Videobeschreibung.
Genauso wie der Link zu den Repaints. Also man muss dann die Repaints installieren für die Intercity-Wagen und für den Taurus, der aus dem Hamburg-Lübeck-Add-on mit dabei ist. Der hat nämlich im Gegensatz zu dem Rapid Transit Taurus guten Sound. Deshalb wurde der auch hier verwendet. Sobald wir in der LZB sind, gucken wir uns dann auch mal so ein bisschen die Wagen etwas näher an. Ich weiß gar nicht, ist die SIFA an oder nicht? Ich lasse jetzt einfach mal die SIFA kommen. Mal gucken, ob die SIFA an ist oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Können wir uns hier noch das hochstellen? So, Aachen Rote Erde passieren wir gerade. Signal zeigt grün und wir dürfen dann 120 ab hier fahren. Also nehmen wir mal die Leistung raus. Stellen mal die AFB schon mal hoch auf 120. Ach, können schon direkt auf die 140 hochgehen. Und dann beschleunigen wir schon mal. Wir können ja schon beschleunigen, wir sind ja nämlich noch unter 100 sogar, von daher werden wir da sicherlich keine Geschwindigkeitsübertretungen provozieren. Was ich mir noch wünschen würde, das wäre auch sehr, sehr cool, wenn wir hier den Kilowattstundenverbrauch angezeigt bekämen. Im Train Simulator geht das ja bei einigen Lokomotiven zumindest. Ist das ja so mit verbaut, dass man dann tatsächlich sieht, wie viel Strom haben wir verbraucht, wie viel haben wir hier wieder zurückgespeist. Das wäre auf jeden Fall noch sehr, sehr cool, wenn das irgendwann auch noch mit drin wäre. Okay, die SIFA scheint auch aus zu sein. Naja, lassen wir die Lampe aus. Wir haben ja eh keinen Buchfahrplan hier rechts. Wobei ich doch gerne eigentlich so, und dann würde ich aber gerne das Leselicht aushaben. Ja, so finde ich es etwas angenehmer. Oh, wir müssen. Ups. Jetzt habe ich aus lauter Panik den Richtungswender rausgehauen. So, schnell runter auf unter 85.
So, da kommt der 500 Hertz-Magnet. Und das Signal ist wieder grün. So, wir fahren nicht schneller als 25, meine ich. So, wir können dann schon mal auf die 40 hoch. Ich glaube, wir können uns auch befreien. Ach ja, wir haben ein Zuglängenmesser hier. Vergesse ich jedes Mal. So, geben wir mal ordentlich Stoff. So, hier sind es dann 120. Und das müsste Düren sein, glaube ich. Nee, nicht Düren. Stolberg. Stolberg war, glaube ich, auch einer der Orte, die jetzt von der Hochwasserkatastrophe ziemlich stark, glaube ich, betroffen waren. Meine ich zumindest. Zumindest ja auf jeden Fall im Bereich Aachen war ja schon katastrophal schlimm. Auf in den nächsten Tunnel. Dass man auch immer wieder, wenn man durch den Tunnel fährt, da rausgekickt wird, beziehungsweise wieder reingekickt wird in den Führerstand. So, ab hier dürfen wir nach 160. Wir benutzen mal den Zuglängenmesser, indem wir nämlich zweimal hier drauf drücken auf unseren Fahrschalter.
Jawohl. Und dann macht es meep, meep. Was bedeutet, dass unser Zug durch ist an dieser Stelle und wir dann jetzt beschleunigen dürfen? Finde ich ganz schön, so dieses Graffiti und so. Dass sowas auch mal zwischendurch mit drin ist, das, ja. Da merkt man doch dann teilweise ist echt Liebe zum Detail vorhanden bei den Strecken. So, wir fahren jetzt die ganze Zeit 151, wenn ich die AFB noch ein bisschen hochstelle. Ja, ich dachte, wenn ich die AFB hochstelle auf vielleicht 165, dann fahren wir vielleicht 160. Aber die Lok ist schlau genug und lässt einen gar nicht schneller fahren als 160, wenn man die AFB anhat. Da wir ja noch nicht in der LZB sind. Was natürlich sehr, sehr klug ist von der Lok. Definitiv. Ah, wobei jetzt haben wir, glaube ich, ja gut, jetzt sind wir bei 158 km/h, das passt schon. So, es dürfte, glaube ich, auch nicht mehr besonders lange dauern, bis wir dann in der LZB drin sind. Wir werden uns auch demnächst in einem Video dann wieder in den Taurus hineinsetzen. Dann aber in einer anderen Lackierung, in einer ebenfalls sehr, sehr hübschen Lackierung, zumindest in der Realität. Im TSW sicherlich auch.
Ich will aber jetzt nicht zu viel Eigenlob hier herausplärren. Aber der Nightjet ist schon hübsch. So viel sei mal gesagt. Da wird sicherlich noch das ein oder andere Video folgen, wo wir uns auch im Nightjet hineinsetzen. Wir haben ja schon einige sehr, sehr interessante Szenarien abgefahren mit irgendwelchen besonderen Lackierungen. Da ist die LZB. Ich dachte eigentlich, dass die LZB angeht, sobald der gesamte Zug da durch ist, aber gut. So, wir bremsen runter. Auf die 80. Oh, wir müssen nachhelfen. Gefahrenleuchtmelder blinkt. So, dann soll die Lok das wieder alleine machen. Genau, wir haben ja schon die ein oder anderen sehr, sehr interessanten Szenarien abgefahren. Na, bremst du? Ja. Zum Beispiel ja den Alex. Ist ja auch mehr so eine Art Sonderlackierung, wenn man so möchte. Wir werden auch mal jetzt hier anhalten. Dann können wir uns nämlich mal das Repaint angucken. So, machen aber nicht die Türen auf. Der Halt ist nur für uns. So, also wir haben hier den Taurus in Flixtrain-Lackierung, Baureihe 182, ES64 U2, Lokomotive 005. Müsste auch irgendwo hier nochmal, glaube ich, am Rand stehen. Na? Ups, jetzt bin ich ins Gleisbett gefallen. Und dann haben wir hier die Flixtrain-Wagen in nicht modernisierter Lackierung. Die fahren ja mittlerweile in einer anderen Lackierung rum. Wir sind hier ja auch schon mal abgefahren mit dem, mit der Class 66 bzw. mit der Baureihe 266. Und so sahen die halt ja noch vor der Modernisierung aus. Hier, ne, hier steht dann Flixtrain. Hier haben wir diese Pfeile in diesem Orange. Rechts und links geht dann dieser, ja, diese Welle hoch. Und dann haben wir hier einige Strecken, die der Flixtrain fährt: Hamburg-Köln, Berlin-Frankfurt am Main, Essen-Berlin. Haben wir noch was? Nee. Genau, das sind die erste Klasse Wagen. Die sehen von innen natürlich nicht anders aus. Das Repaint ist halt nur für die für den Bereich außen. Innen sehen die natürlich genauso aus wie vorher. Das sind halt die Intercity-Wagen. Und was haben wir hier? Hier sind die zweite Klasse Wagen. Hamm Berlin haben wir hier vorne. Bremen Aachen. Auf der Strecke sind wir ja gerade unterwegs. Bremen Aachen, das sind wir. Kassel Berlin. Ja. Und wir können uns noch mal ganz kurz reinsetzen. Einmal hier durchwarten. Das ist halt die ganz normale, das sind die ganz normalen Intercity-Wagen. Von innen sind die halt nicht repaintbar, wenn man es so möchte. Genau. Hier sehen wir, die Wagen gehören Bahntouristik Express und das ist ein AVMMZ-Wagen.
Und hier bei den zweite Klasse Wagen haben wir den BPMMZ, der ebenfalls Bahntouristik Express gehört. Dann sprinten wir mal zurück zu unserer Lok. Wir haben ja schon einiges an Verspätung. So, Bremsen werden gelöst und wir schalten Leistung auf. Nehmen wir mal die Trainspotter-Position hier ein. So, laut Szenariobeschreibung sollten wir in weniger als 10 Minuten da sein. Ich glaube, das wird nicht ganz klappen. So, wir sind ja in der LZB, also können wir wirklich den Leistungshebel und den AFB-Hebel komplett nach vorne runterdrücken. Ja, wobei, den AFB-Hebel lasse ich mal bei der 200. Ich weiß nämlich nicht genau, ob die Lok weiß, dass wir nicht schneller als 200 fahren dürfen. Ich glaube nämlich nicht, wir können ja in diesem Sinne keine LZB-Daten hier eingeben, wo wir dann sagen können, okay, liebe LZB, bitte fahr nicht schneller als. Und ich weiß ja nicht, ob der TSW da schlau genug ist und das automatisch erkennt anhand des Rollmaterials. Ich glaube es nicht. Es kann natürlich sein, dass es so ist, aber ich meine zumindest, es mal so erlebt zu haben, dass bei einigen LZB-Fahrten die Lok dann auch schneller geworden ist als 200 km/h, wenn zumindest streckentechnisch mehr freigegeben worden ist, obwohl das Rollmaterial eben nicht schneller als 200 fahren darf. Daher behalte ich mal den AFB-Hebel bei maximal 200. Ja, was gibt es noch zur Lok zu sagen? Siemens Eurosprinter-Familie. Hier jetzt im Dienst für Flixtrain, beziehungsweise für Bahntouristik Express, glaube ich zumindest. Oder MRCE. Ich bin mir nicht ganz sicher, wem eigentlich diese Lok gehört. Ich glaube sogar MRCE. Mittlerweile fährt ja auch Flixtrain nicht nur mehr mit den Taurus-Loks, sondern auch mit Vectron-Loks, Baureihe 193. Die haben wir allerdings nicht im TSW, die 193. Das wäre natürlich auch eine super Lok, die mal für den TSW kommen könnte irgendwann. Baureihe 193 wird ja nahezu überall hinpassen. Also gerade so auf München-Augsburg wird die, glaube ich, sehr, sehr gut passen für die Güterzüge.
Personenzüge werden ja eher selten, glaube ich, mit der 193 gefahren. Zumindest in Deutschland. Außer jetzt der Flixtrain, der fährt auf jeden Fall mit der 193. Ich glaube, bei der Deutschen Bahn ist die 193 sonst nicht wirklich im Personenzugdienst, meine ich zumindest. Ich glaube, manchmal findet man eine 193 dann auch noch bei irgendwelchen Ersatzzügen, die dann vielleicht mit N-Wagen oder ähnlichem bespannt sind. Ich weiß nicht genau, ob der Alex nicht vielleicht auch mal mit einer 193 fährt. Das kann ich mir gut vorstellen, weiß es aber nicht. Bei DB Fernverkehr gibt es, glaube ich, keine 193er, genauso wie bei DB Regio auch nicht, meine ich. Aber dafür bei der ÖBB. Da wird ja jetzt die 193 eingesetzt für den neuen Nightjet, für die neue Nightjet-Generation. Die fahren ja dann nicht mehr mit den 182ern, beziehungsweise ÖBB 10, 16, 11, 16, 12, 16, sondern die neue Nightjet-Generation, die ja noch gar nicht fährt, die sind ja dann mit einer Vectron-Lok bespannt und der Steuerwagen sieht ja dann auch vorne aus wie ein Vectron. Ehrlich gesagt bin ich nicht so ein Fan von dem Design. Da finde ich hier unsere 182 bzw. die Railjets und Nightjets in dem 182er Design deutlich ansprechender als in dem Vectron Design. Aber na gut, das ist ja dann praktisch jedem selbst überlassen, wie man das findet. Es gibt auch sicherlich Leute, die das schön finden. Ich gehöre da ehrlich gesagt nicht so zu. Aber die 193 an und für sich im TSW wäre natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Wisst ihr, ob die 193 sonst noch irgendwo in Deutschland im Personenzugdienst benutzt wird? Mir fällt nämlich ad hoc außer bei Flixtrain wirklich nichts anderes ein. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Tschechien, glaube ich, vorher der Regiojet verkehrt. Der fährt auch mit einer 193, meine ich. Der Nightjet in den Niederlanden fährt ebenfalls mit der 193. Da wurden ja auch die Vectron-Lokomotiven der niederländischen Staatsbahn in diesem schönen gelben Anstrich lackiert. Ich fand, das sah sehr, sehr hübsch aus, als ich die Bilder davon gesehen habe, wie da der Nightjet mit dieser gelben Lok dann bespannt ist. Das sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Aber ich glaube halt eben nicht, dass die Lok tatsächlich bis nach Deutschland hineinfährt, sondern ab irgendwo in den Niederlanden, vielleicht ab Aachen gewechselt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Lokwechsel stattfindet. Ich denke mal in Aachen. So, jetzt sind wir hier bei dieser hohen Brücke. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber ich finde, das ist immer ziemlich markant, diese Stelle. Da weiß man, dass man schon praktisch mehr oder weniger im Speckgürtel Kölns ist. Da kann man, glaube ich, echt gut Trainspotten, würde ich behaupten. Da hat man bestimmt sehr, sehr coole Perspektiven, wenn man so weit oben ist. Man merkt auch hier im Bereich Köln, wie viel KI-Verkehr uns entgegenkommt.
Jetzt werden wir hier gleich die nächste fliegende Überholung haben. Strecken mal den Kopf aus dem Fenster. Hier 23. Hallo Kollege. Und die 146 hinten dran. Die ja auch dann mit Dresden-Riesa mitgeliefert wird. Dann hoffentlich mit halbwegs annehmbaren Sound wieder. Dann können wir die auch endlich mal fahren. Ich bin ja tatsächlich noch nie in einem Video hier gefahren, einfach weil der Sound so grottig schlecht ist von der 146. Da hoffe ich wirklich sehr, dass Dresden-Riesa dem endlich mal gerecht wird. Der Baureihe 146, weil die ja schon an sich sehr schön ist. Die ist ja schon wirklich sehr, sehr gut gelungen, so vom Modell her, von der Fahrweise, aber der Sound ist, seitdem das Ganze nach TSW2 portiert worden ist, einfach nur noch, ja, den kann man sich anhören, wenn man auf Qualen steht. Aber sonst halt eher nicht so. So, wieder 423 und 423. Also mir hat das Szenario auf jeden Fall bis hierhin sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne dem Video einen Kommentar unten da und schreibt ihm mal, wie ihr das so fandet. Lasst gerne dem Szenario-Ersteller einen Kommentar da oder ein Like auf dem Rails im Forum, wenn ihr da angemeldet seid. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. So, wir machen uns mal bereit. Jetzt müsste bald irgendwann das LZB-Ende aufleuchten, was wir quittieren müssen. Oh, ich hoffe nicht, dass der Gefahrenleuchtenmelder gleich wieder anfängt zu blinken. Ach, doch. So, die LZB schnarrt vor sich her. Da vorne haben wir schon den Fernsehturm von Köln. Und unsere Lok bremst wieder von alleine. Sehr gut. Ist das Köln-Hansa-Ring? Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht. So, Ankündigung auf 70. Huch, das war die. Das war der Gefahrenleuchtmelder. Da ist LZB-Ende. So, da drücken wir jetzt einmal auf LZB bzw. PZB frei. Helfen mal hier der Lok beim Bremsen. Und ich meine, hier irgendwo hinter dieser Rechtskurve, hinter dieser Unterführung ist dann die LZB. Ja, da verlässt uns dann die LZB.
So, Ankündigung auf 60 müssen wir noch nicht bestätigen. Wir sind noch in der LZB. Interessanterweise zeigt uns das aber die LZB auch nicht an, die Ankündigung auf 60. Ich nehme mal die E-Bremse und gehe mal auf die 60 runter. Und die Ankündigung auf 40 wird quittiert. Und da sehen wir schon den Kölner Hauptbahnhof. Ja, gut. 16:10 Uhr ist die fahrplanmäßige Ankunft, eine Realität. 16:12 Uhr, 16:13 Uhr kommen wir an, das passt. So, ab hier gelten dann die 40. Da vorne wartet schon ein Intercity auf uns. Ein Talent 2 ist da. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir ein rotes Signal vor uns haben, ohne dass uns das angekündigt wurde. Wir fahren mal ganz vor bis zum Signal. Links haben wir noch eine 423. Hier fahren auch manchmal 420er. Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen auf dem Bahnsteig. So, 500 Hertz leuchten wir das auch an. Wo steht das Signal? Das steht da. Dann würde ich sagen, halten wir jetzt hier mal langsam an. Wir hätten, glaube ich, gar nicht so weit nach vorne fahren müssen. So, sind in Köln angekommen, geben dann die Türen hier links und dann Türen öffnen. Dann müssten die jetzt rechts öffnen. Und das tun sie auch. Sehr schön. Hier in Köln Hauptbahnhof. Hier ist natürlich in Realität ein bisschen mehr los. Aber ich hoffe ja irgendwann, dass dieses Rush-Hour-Upgrade auch in Köln praktisch eingebaut wird. Das wird es ja auch. Das wurde ja schon angekündigt, dass praktisch mit Veröffentlichung der ersten Rush-Hour-Route, also mit Boston Sprinter am 19. August, dann auch praktisch Köln und die Main-Spessart-Bahn geupdatet werden. Und Köln bekommt auf jeden Fall, glaube ich, auch das neue Passagiersystem, meine ich zumindest. Dann wird ja auch ein bisschen mehr los sein. Die Passagiere werden auch ein bisschen mehr Variabilität haben und nicht alle so gleichförmig sein. Und ich meine auch, dass dann hier das Passagierinformationssystem, das Fahrgastinformationssystem hier am Bahnsteig auch mit integriert wird, hoffe ich zumindest sehr. Gut, wir stehen hier noch ein paar Minütchen, bis der Fahrdienstleiter uns dann weiterlässt. Man kennt das ja hier auf der Hohenzollernbrücke, da wartet man halt noch ein bisschen mehr. Ich danke euch in der Zeit schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.